Sie gelten als das beste männliche Gesangsensemble der Welt, geben jedes Jahr mehr als 100 Konzerte. Für ihre A Cappella-Nacht in der Lübecker Muck haben sich The King's Singers Verstärkung eingeladen. Iga Osowska und Sarah Sieprat haben sich im Studium an der Lübecker Musikhochschule kennengelernt. In der Muck sind sie noch nie aufgetreten. Nachher werden sie zusammen mit den King's Singers auf der Bühne stehen. Also das ist natürlich was extrem Besonderes für uns. Die Füße zittern, aber wir freuen uns, glaube ich, alle total ganz, ganz doll dabei zu sein. Und vor allem dann mit den King's Singers, das ist einfach wirklich eine Extraklasse. Mit ihren Kommilitoninnen und Absolventinnen treten sie seit 6 Jahren als Vox Mandala auf. Oder auch Scotsman auch, ne? Das ist ja eine andere Aufstellung. Ja. Sarah Sieprat hat die meisten Songs für die Gruppe arrangiert. Auftritt Vox Mandala, die Muck mit 2000 Besuchern ausverkauft. See your sleeping scarves, men so strong and handsome built. I wonder if it's true what they don't wear, we get killed. Ring ding dilly lie, oh, ring ding dilly oh. Vox Mandala, sie sind Profis, obwohl sie nie auf dieser Bühne gesungen haben. Also sie haben so einen It-Factor, einen X-Factor. Sie verstehen, wie man sich mit einem Publikum verbinden kann in wenig Zeit. Und wenn man das machen kann, wenn man das versteht, ist es eigentlich egal, ob man in einem kleinen Saal ist oder hier in der Muck. Das Finale singen alle Gesangsgruppen gemeinsam. The King's Singers neben Vox Mandala aus Disneys Mulan. There's some pale, pathetic lot, and you haven't got a clue. Somehow I'll make a man out of you. Ich fühle mich 3 Meter größer, tatsächlich. Also der Hammer, total krass. Unglaublich kollegial, freundschaftlich. Man vergisst, dass die so weltberühmt sind, weil sie einfach so unfassbar nett sind. Ja. The King's Singers sind noch bis Ende des Jahres auf Welttournee. Vox Mandala haben erstmal Pause. Ende September singen sie in Hamburg.